Kathleen Keller und ihr erst 5-jähriger Supertramp trainieren zum ersten Mal nach der Hallenzeit wieder draußen im Freien. Sie sind auf dem Springplatz unterwegs, um das junge Pferd früh an Umwelteinflüsse zu gewöhnen. Gemeinsam mit Heimtrainer Dolph Dietram Keller zeigt Kathleen in Teil 2 der Trainingseinheit, worauf es ihr ankommt. Das ist ja das Schöne, wenn wir viel Platz haben und viel nach vorne so entwickeln können dabei. Ich mache das gern, wenn man die größeren Plätze so ein bisschen ausnutzen kann. Oh, schön konzentriert, wie er hier arbeitet. Ja, richtig gemacht. So hat er schön Platz und Zeit, das zu entwickeln. Sogar mit Äpfeln einmal dazwischen gut weitergeritten. Oh, richtig gut. Komm, mach's einmal wieder in den Übergang und dann lässt einmal auf der anderen Hand. Fängt sich schön. Mach's einmal links, Galopp. Gut. Wenn du es brauchst, holst einmal Schwung und lässt ihn so, ist gut. Und kommt er zurück. Hat er schön konzentriert gemacht hier. Gut an der äußeren Wade weiterführen dabei. Klasse. Gut. 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 So bergauf. Mach einmal Übergang Trab. Ich glaube, wir machen noch eine kurze Trabarbeit hier. Wie der sich hier verhält und wie der das jetzt macht. Und so auf dich achtet und hier mitmacht zwischen diesen ganzen anderen Situationen, die hier als alle wirklich den ersten Tag und ganz frisch auf ihn zukommen, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit euch beiden, also mit Pferd wie Reiterin auch. So, forderst einmal so einen kleinen Tick mehr noch dabei an der Wade. Gut, gut, gut. Im Takt so ein bisschen im Raumgriff erweitern. So kommt er gut. Jo, schön, wie er arbeitet. Nimmst hier ein paar Tritte zurück. Fass einmal an, so in der Parade. Ist ja immer unsere Idee, dass das Pferd kürzer wird im Hinterbein. Bewegungsablauf kürzer, fleißiger. Wenn du dich auch so freust an ihm und ich mich auch so freue, dann ist das eigentlich genug. Also ich würde sagen, immer, wie lange mein Pferd arbeitet, man muss immer das Pferd fragen. Also heute hat man wirklich gemerkt, er hat sich wirklich 20 Minuten top konzentriert. Und man merkte dann auch, als ich dann leicht getrabt bin und locker galoppiert bin, dann war auch für ihn auch, war auch gut. Und dann wäre das auch zu viel gewesen, danach nochmal irgendwas zu machen. Und ich, wie gesagt, man muss immer so ein bisschen das Pferd fragen, wie viel der irgendwie schafft und wie viel er gerade in dem Moment dann eben halt auch bieten kann und anbieten kann, körperlich und konditionell. Ich bin auf den Platz gekommen, habe erstmal dem Pferd alles gezeigt, bin zwischen den Sprüngen geritten, außenrum geritten. Dann waren ja noch ein paar andere Leute da auch, dass er auch schaut, wie kommt er damit zurecht. Ein paar sind Cavalettis gesprungen, erstmal zu sehen, wie er, was er macht. Dann bin ich langsam angetrabt und habe erstmal Leichttraben wirklich außenrum gemacht, dass er auch ein bisschen die Anlehnung zur Bande hat, also beziehungsweise hier ist es ja ein Zaun, dass er einfach auch Sicherheit hat, dass man nicht erstmal sofort im Freien reitet, weil für ein junges Pferd ist das immer gut, dann erstmal die Balance zu halten. Wenn er sich doch mal schreckt, dann hat er immer eine feste Seite. Und dann habe ich langsam angefangen, als ich merkte, das macht er gut, bin ich galoppiert, links rum, rechts rum und habe dann eben auch versucht, immer noch so ein kontrolliertes Zügelmaß zu haben, dass er wirklich Stabilität und Vertrauen hat, dass er nicht ganz alleine gelassen ist. Ja, das ist für ein junges Pferd sehr wichtig, dass man nicht die Versammlung zu groß hält am Anfang, sondern dass man wirklich erstmal dem Pferd die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und halt noch nicht so viel Druck aufzubauen. Und als ich merkte, dass er das alles gut macht, dann haben wir angefangen zwischen den Sprüngen durch und haben dann eben auch wirklich ganz locker und easy angefangen. So einfach angaloppiert, dann mal ein bisschen vom Sitz zurückgenommen, wieder vorgelassen, wieder zurück, dann mal einen Übergang zum Schritt. Und dann eben angefangen eben mit diesem leichten Außengalopp und eben aber noch nicht mit tief durch die Ecken, sondern eher halt abgerundet, dass er sich erstmal finden konnte, schauen konnte, wie es ihm gefällt. Wenn man zu schnell zu viel will, vor allem vom jungen Pferd, das würde ich nicht empfehlen, sondern ich würde immer auf das Pferd versuchen zu hören und zu schauen, was gibt er mir heute, was geht, was funktioniert und erstmal alles im Vorwärts anlegen. Erstmal nach vorne reiten, erstmal lange Seiten, bevor man irgendwie versucht, Lektionen zu machen, weil das sehr, sehr schnell zu viel werden kann und dann auch, die müssen ja auch erstmal alles irgendwie verstehen, im Kopf auch und für die ist das ja auch eine hohe Konzentrationssache und daher denke ich mal, das ist das Beste, was man machen kann.
dass man erstmal in Ruhe und Gelassenheit ein bisschen im Vorwärts angeht.